Und dann hatten wir von unserer damaligen Lagerleiterin, von dem Lagerleiter, das auch ein hoher Parteigenosse war, eine Verwandte, die war in unserem KLV-Lager noch in der Tschechei als Rote Kreuzschwester, also für die Gesundheit der zuständig. Und die war aus Oberhausen. Und die hatte dann natürlich auch das Bedürfnis, nach Hause zu kommen. Aber alleine nach Hause ging auch nicht. Dazu gesellte sich noch ein junger Mann, der oben aus den Aberwäldern kam und erzählte uns, dass sich da oben die letzten Soldaten versteckt hielten, weil der Amerikaner ist ja durch die Hauptstraßen gezogen und hat rechts und links ja gar nicht mehr. Die hat ja gesagt, wenn die Hunger haben, kommen die von selbst raus, so ungefähr. Ne? Und da kam dann ein junger Mann runter, der war vielleicht so 17, 18 Jahre, war auch wohl einer von der Waffen-SS oder sowas. Und der sagte: Passt mal auf, wenn ihr mich nicht verratet und schützt, dann helfe ich euch nach Hause zu bringen. Ne? Und dann haben die dann da zwei Leute gefunden aus Mülheim, die ein LKW hatten und die auch mit ihren LKW ins Ruhrgebiet zurück wollten. Und da hat man dann, haben wir dann die Hakenkreuzfahnen kaputt geschnitten, weiße Bettlaken, rote Kreuzflaggen von gemacht und haben die um die beiden Autos gehängt und sind damit losgefahren. Ja, wo haben Sie dann zwischendurch Station gemacht? Das war ja Ja, noch eine ganze irgendwo, Strecke. ja, wir haben fast 10 Tage gebraucht von dem bis nach Hause. Irgendwo in einem Dorf, dann hieß es ja hier, bis Schluss, wie gesagt, wenn es hieß Schluss, das hieß nicht immer, weil man müde war. Das hieß immer, weil der Treibstoff ausgegangen war. Man fuhr mit Holzvergaser. Ne? Wir mussten noch dafür sorgen, dass wir auch irgendwo einen Wald fanden, wo wir Holz schlagen konnten, damit wir am nächsten Tag genug Holz auf dem Wagen hatten, um den Kessel zu stochen. Es durfte auch nicht zu viel sein, sonst hätten wir nicht mehr drauf gepasst. Ne? Wie viele Kinder waren dann auf diesem Lastwagen drauf? Ja, um die 30 rum. Ja, und dann hatten wir das Pech, dass ein Lastwagen uns schon in Nürnberg verlassen hat. Der ging absolut nichts mehr. Und dann hatte man versucht, von der deutschen Armee, die da auch ein Teil, waren die da auch interniert, da noch einen Lastwagen von den Amerikanern zu bekommen. Das klappte nicht. Also hieß es, alles Gepäck runter. Nur eben das, was man ganz nötig brauchte. Sodass wir dann mit 45 auf dem Wagen waren. Können Sie die Situation beschreiben? 45 Kinder auf einem Lastwagen? Ja, eng an eng, ne? Und natürlich auch, dass man, der eine machte sich breiter, Mensch machte ihn nicht so breit und dann ging auch schon das Geschubse los. Aber es war eigentlich doch, weil man saß nicht in einem Boot, man saß auf einem Lastwagen, eng gedrängt und konnte nicht anders. Und jeder hatte ja den Drang nach Hause. Wir kommen mit jedem Kilometer, den wir fahren, dem Zuhause näher. Ne? Wie war denn dann die Ankunft? Ja, dann waren wir hier in Mülheim gelandet und von da aus mussten dann die Jungs in alle verschiedenen Richtungen, wo sie eben wohnten. Und ja, dann sind wir in Mülheim von den Lastwagen abgestiegen. Gepäck hatten wir ja nicht, das war ja alles in, was wir hatten, das bisschen war ja in Nürnberg geblieben. Und dann, ich weiß, das erinnere ich mich noch genau, dass wir in Mülheim-Eppinghofen war da, sind wir von dem Lastwagen runter. Am Bahnhof hat er uns abgesetzt, und weil dann jemand sagte, da fahren schon Züge. Und da sind wir in den Bahnhof reingucken. Hier, da hatte sich die Gruppe aufgeteilt. Die einen mussten nach Moers, die anderen mussten nach Essen und so weiter. Und wir waren dann ein paar Mann, die nach Essen mussten und in den Bahnhof rein. Und dann kamen sofort Frauen auf uns zugestürzt. Wo kommt ihr denn her? Ja, da und da kennt er den und den, logischerweise. Es war ja so, dass viele vermisste und viele gar nicht wussten, wo ihre Kinder waren. Und wir hatten auch kein Geld, um eine Fahrkarte zu kaufen. Ne? Da haben die Frauen gesagt, kommt rein mit in den Zug, wenn jemand kommt, dann bezahlen wir das. Ne? Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und stand dann vor meinen Eltern. Ne? Gott sei Dank, das Haus, wo die Wohnung war, nicht zerstört. Meine Geschwister lebten noch. Ne?